Moin Leute, Herbert hier, Gamer TV bzw. Hobbyfan und ein herzliches Willkommen hier zu einem kleinen, aber feinen Carlog für heute. Ist aber auch nicht ein langer Carlog, ist ein kurzer Carlog. Ich möchte euch gerne einmal einen schönen Sonntag wünschen. Heute ist wunderschönstes Wetter hier in Aachen, ihr seht es ja selber. Es sieht fantastisch aus heute. Und leider durch den Regen können wir nicht auf den Spielplatz, genau. So wie es meine Tochter gerade gesagt hat, das ist halt die Problematik, wenn es gepisst hat. Aber Hanna hat die Lösung überhaupt. Und zwar, wie machen wir einen Spielplatz trocken mit? Ceva. Ceva, genau. Das nehmen wir nämlich beim nächsten Mal mit. Dann machen wir den Kack einfach trocken und dann ist auch gut wieder. Ja, und es wieder regnet. Genau, wenn es dann nicht wieder regnet, richtig. Was wollte ich gesagt haben? Und zwar gibt's. Ab Montag ja wieder ETS 2 täglich, um die 15 bis 20 Minuten Videos. Und ich habe ja im letzten Video bereits schon gesagt, dass ich jetzt erstmal wieder komplett das machen werde, worauf ich Lust habe, da YouTube momentan mich verarschen möchte. Und ja, was soll ich sagen? Ich das ziemlich scheiße finde, muss ich ehrlich zugeben, muss ich halt mal diesen derben Schritt gehen und sagen, so, ich spiele nur noch das, was ich spielen möchte. Das habe ich grundsätzlich gemacht. Das habe ich grundsätzlich gemacht. Und weil eigentlich, wenn ich keinen Bock auf irgendwas habe, dann hört ihr das auch. Von daher, dafür gab es kein SimCity mehr, dafür gab es, ja okay, Far Cry Primal hatte einen anderen Grund, aber den habe ich ja damals erklärt. Far Cry Primal ist ja abgesetzt worden, weil der Rechner abgestürzt ist und der Spielstand leider dadurch verloren ist. Car Mechanic Simulator habe ich auch momentan keinen Bock drauf und wird auch den wenigsten Abonnenten angezeigt auf meinem Channel, so dass sie ihn kaum noch finden. Auch wenn man abonniert hat, findet man ihn nicht. Ich mache mal so lange den Blinker aus, der nervt. Was soll ich sonst sagen? Ja, sonst gibt es eigentlich wenig zu sagen. Auf jeden Fall ab Montag wieder ETS 2 täglich. Und alles andere kommt Stück für Stück, wenn ich Lust und Laune habe, dazu. Ich hoffe, dass dieser Informationsfluss reichen sollte. Okay, ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Sonntag. Und wir sehen uns dann, ja, spätestens Montag bei ETS 2 wieder. Bis dahin, Leute, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zuschauen und Jessikowski, macht's gut. Ich auch wollte Tschüss sagen.